Bitcoin is worthless artificial gold. I would short it if there was an easy way to do it. I think it's a scumball activity. Bitcoin is the most superior monetary technology that has ever existed. It's one of the crazier speculative stocks. It's a very hard asset. Wir schreiben das Jahr 1948. Die Welt ist in Aufruhr. Es hat weltweite Verwüstungen gegeben. Unzählige Familien aus Europa, China, Russland und anderen Ländern haben nahezu alles verloren. Ihre Fabriken, ihre Immobilien, ihre Geschäfte, ihre Bauernhöfe, ihr Gold, ihre Kunst, alles außer ihrem Leben. Sie fliehen mittellos in neue Länder. Inmitten all dieser Ruinen mit Millionen von Toten des Zweiten Weltkriegs gibt es noch viele Millionen mehr, die alles aus den Trümmern wieder aufbauen müssen. Doch trotz des Aufruhrs gibt es Hoffnung. Es gibt den unermüdlichen menschlichen Geist der Schöpfung. Die Überlebenden, die Familien in unserer Geschichte, beginnen mit dem Wiederaufbau. Sie lehren ihren Kindern diese Geschichte. Sie warnen vor den Gefahren von Tyrannen, die sich im Schatten des Zusammenbruchs von Geld- und Eigentumsrechten erheben. Aber die Aussprache von Warnungen ist alles, was sie tun können. Sie können sich nicht gegen die Rückkehr der Tyrannei und der Geldentwertung wehren, sollte dies wieder geschehen. Wir schreiben das Jahr 2008. 60 Jahre sind vergangen. Es wurde so viel wieder aufgebaut, dass es jetzt mehr Überfluss gibt als je zuvor. Die Menschheit blüht auf. Globale Informations- und Handelsnetze vereinen die Welt. Sie übertreffen alles bisher Dagewesene bei weitem. Städte wurden zu Tausenden errichtet. Milliarden von Menschen leben in Komfort. Kunst wurde bewahrt und restauriert. Das Unternehmertum floriert. Aber nicht alles ist gut. Unsere Familien beobachten, wie die ersten Anzeichen des Zusammenbruchs wieder einmal ihre dunklen Schatten werfen. Überall auf der Welt brechen plötzlich Banken zusammen. Regierungen springen ein, um sie zu schützen, indem sie sich günstig verschulden und Geld drucken. Das hat seinen Preis. Dieser Preis ist das Prinzip von Fairness. Wenn sie erst einmal von diesem Kelch des leichten Geldes getrunken haben, können die Regierungen und diejenigen, die davon profitieren, nicht mehr aufhören, sich daran zu laben. Sie bedienen sich an Hunderten von Milliarden Dollar an unverdienten Reichtum. Es ist eine Plünderung, die alles bisher Dagewesene bei weitem übertrifft. Währenddessen arbeitet in den dunklen und fast einsamen Nischen des Informationsnetzes, das inzwischen die ganze Erde umspannt, ein einziger Ingenieur daran, kryptografische Funktionen und Peer-to-Peer-Technologien zu kombinieren, um etwas Neues zu erfinden. Etwas, von dem er hofft, dass es eines Tages als Geld dienen könnte, das niemals von Regierungen, Tyrannen, Dieben oder Narren geplündert oder korrumpiert werden kann. Wir schreiben das Jahr 2021. Der Kreislauf, der zu Tyrannei und Krieg führt, scheint sich zu wiederholen. Geld wird entwertet. Regierungen übernehmen die Kontrolle über Industrie durch Mandate und Dekrete. Internationale Streitigkeiten stören das zerbrechliche Gleichgewicht, in dem einige Nationen für die Bedürfnisse von anderen abhängig wurden. Eine Tyrannei ist zum größten Exporteur der Welt geworden. Die Menschen sind leicht in Hysterie zu versetzen. Selbst innerhalb der Nationen hat die Uneinigkeit ein Rekordniveau erreicht. Sogar innerhalb der Familien. Es ist eine Schlacht, aber es ist kein militärischer Konflikt. Er wird nicht zwischen Nationen ausgetragen. Es ist ein unerklärter Krieg. Es ist ein Krieg um Eigentum, Reichtum, Macht und Geld. Es ist ein Krieg zwischen den Familien in dieser Geschichte, die nach Freiheit streben, und denen, die auf Kosten anderer nach leichten Gewinnen suchen. Freiheit setzt voraus,
dass man mit den Konsequenzen der eigenen Handlungen leben muss. Freiheit erfordert Risikobereitschaft, Rückschläge, Verluste und Misserfolge, bevor man Erfolg hat. Die Gegner der Freiheit versuchen, diese Arbeit zu vermeiden. Sie verlangen Ergebnisse, ohne die notwendige Arbeit zu leisten. Das funktioniert nicht. Jedes Mal, wenn dieser Weg eingeschlagen wird, führt es zur Tyrannei. Es ist eine Sackgasse. Buchstäblich, es endet mit dem Tod. Und doch haben die Feinde der Freiheit heute in jeder Nation der Erde die Macht inne. Sie mischen sich in jede Branche ein. Sie versprechen, alles in Ordnung zu bringen, wenn jeder ihren Befehlen gehorcht. Sie dämonisieren die Ungehorsamen und geben ihnen die Schuld an den Problemen der Welt. Wieder einmal ist die Welt in Aufruhr. Währenddessen schlägt das, was von einem einzigen Ingenieur erfunden und 2009 in die Welt gesetzt wurde, relativ unbemerkt Wurzeln. Und es wächst. Sein geheimnisvoller Schöpfer ist verschwunden. Dies war Teil seines Entwurfs. Es nimmt ein Eigenleben an. Viele Familien sehen in ihm eine Quelle der Geborgenheit und des Schutzes vor den Unruhen, die um sie herum geschehen. Sie nutzen es nun, um ihren Reichtum, ihr Eigentum und ihre Freiheit zu schützen. Wir schreiben das Jahr 2048. 100 Jahre sind seit 1948 vergangen. So wie es damals geschah, sind viele der Währungen der Welt zusammengebrochen. Viele Nationen fielen. Viele Unternehmen wurden aufgelöst. Aber im Gegensatz zu 1948 ist dies keine Zeit der Armut, der Verwüstung oder des Krieges. Stattdessen ist es eine Zeit des Überflusses, der Kreativität und des Friedens. Unsere Familien, die seit 1948 Generationen mit dem Wiederaufbau verbracht haben, sind dieses Mal nicht ruiniert. Denn ihr Geld ist nicht zusammengebrochen. Ihr Geld hat sie geschützt, genau wie sie es geplant hatten. Es schützte ihr Eigentum, ihre Immobilien, ihr Ackerland, ihre Fabriken, ihre Unternehmen, ihre Wohltätigkeitsorganisationen und ihre Kunstsammlungen. Darüber hinaus schützte es auch die Menschen. Es schützte verantwortungsbewusste, hart arbeitende, ehrliche Menschen. Es schützte die Freiheit. Ihr Geld, Bitcoin, das, was der eine Ingenieur 2009 veröffentlichte, war die Schlüsseltechnologie, die eine Wiederholung der zerstörerischen Tragödien des 20. Jahrhunderts verhinderte. Die Menschen und Familien, die sich dieses unbestechliche Geld zu eigen machten, wurden gerettet. Sie engagieren sich nun in Mehrgenerationenunternehmen, die das menschliche Gedeihen in neue Höhen führen. Die Landwirtschaft wurde revolutioniert. Vorbei sind die Zeiten, in denen die Landwirte von riesigen Monopolen abhängig waren. Vorbei die Zeiten der unnötigen Pestizide, Herbizide und Fungizide. Vorbei ist die tote, trockene Erde. Vorbei sind die nährstoffarmen Lebensmittel. Vorbei die nicht nachhaltige, monokulturelle, ungesunde Landwirtschaft des späten 20. und frühen 21. Jahrhunderts. Vorbei sind Antibiotika und Hormone in der Viehzucht. Einige unserer Familien rekultivierten das Land mit einer vielfältigen Landwirtschaft, die auf Böden angebaut wird, die sich natürlich regeneriert haben. Das Vieh, das früher in Ställen eingesperrt war, weidet jetzt frei auf den Ebenen und trägt so zu dieser Regeneration bei. In nur 20 Jahren ist der Planet, die Erde, das Land, der Boden genesen. Das Essen ist köstlich, nahrhaft und wird auf ethische und nachhaltige Weise produziert. Andere Familien haben die Bildung revolutioniert. Vorbei sind die nationalen Lehrpläne, die vorschreiben, dass alle Kinder im gleichen Alter und im gleichen Tempo den gleichen Stoff lernen müssen. Vorbei sind die kostspieligen, aber wertlosen Abschlüsse. An ihre Stelle tritt der individualisierte Unterricht, der es jedem ermöglicht, in seinem eigenen Tempo zu lernen. Jedes Kind konzentriert sich auf seine eigenen, überragenden Stärken, sodass es sein Leben damit verbringen kann, das zu tun, was es liebt und seine Gaben und Talente mit anderen zu teilen. Ein reichhaltiges und kostenloses Bildungsangebot füttert den Geist jedes Einzelnen, wann immer er hungrig nach neuem Wissen ist. Überall auf der Welt gibt es reichlich schöne und praktische Wohnungen. Jeder hat Zugang zu Wasser, Strom, Wärme, Internet, Straßen,
Geschäften und allen lokalen kulturellen Annehmlichkeiten. Auch dies ist den Bemühungen von Familien zu verdanken, deren Wohlstand durch gesundes Geld geschützt wurde. Neue Fertigungstechniken und der Abbau von Bürokratie haben dazu beigetragen, dass Wohnraum zugänglich wurde. Am wichtigsten ist jedoch, dass die durch die Kreditvergabe mit Mindestreserven ausgelöste Inflation der Immobilienpreise vorbei ist. Wohnraum ist jetzt für Milliarden erschwinglich. Immobilien als Spekulationsobjekte haben ausgedient. Grund und Boden dienen nur noch zur Nutzung für Wohnhäuser oder andere produktive Unternehmungen. Oder, wie so oft, dass die Natur erhalten bleibt, wenn sie machen kann, was sie will. Die Energie, die die Menschheit nutzt, wurde revolutioniert. Kostengünstige, kleine, sichere und saubere Atomstromgeneratoren werden überall auf der Welt eingesetzt und ermöglichen einen nahezu unbegrenzten Zugang zu Energie für alle. Dank der lokalen Energieerzeugung überall gibt es keine Kriege mehr, die um Energie geführt werden. Dieser Energieüberfluss besteht, weil es sich finanziell lohnt, Energie zu produzieren, denn das Geld der Welt wird durch Energie selbst verdient und gesichert. Mit der verteidigbaren Freiheit haben diese Familien eine zweite Renaissance von Kunst und Kultur eingeleitet. Eine Kunst, die den menschlichen Geist der Kreativität und Verantwortung feiert. Kunst, die Pracht, Schönheit und Intelligenz zeigt. Kunst, die die neuen Schätze der Zivilisation repräsentiert. Sie wird von denjenigen in Auftrag gegeben, geschützt und bewahrt, deren Reichtum durch gesundes Geld geschützt und bewahrt wird. Dies ist ein Zeitalter des Optimismus, der Hoffnung, der Kreativität und der Produktivität. Die Welt baut Reichtum auf, der nicht mehr in der Menge des Geldes gemessen wird, da sich die Menge des Geldes kaum verändert. Was ist Reichtum geworden? Er ist jetzt die nachhaltige, expandierende, unkorrumpierte Produktivität der gesamten Menschheit, die allen zugutekommt. Er wird an der Lebensqualität der gesamten Menschheit gemessen. Wir schreiben das Jahr 2109. 100 Jahre sind seit der Einführung von Bitcoin vergangen. Was als obskures Projekt an einem unbekannten Ort von einer unbekannten Person begann, hat den Lauf der Menschheit verändert. Die Bedrohung durch Tyrannei aufgrund von Geldentwertung ist verschwunden. Es gibt keine wirtschaftlichen Zusammenbrüche. Es gibt nachhaltigen Wohlstand, der sich dank der Innovation freier Menschen, die das gesammelte Wissen der Menschheit mit ihrer eigenen Kreativität verbinden, regelmäßig sprunghaft entwickelt. Das treibt die Menschheit immer wieder voran. Wir sind gesund, unsere Körper sind fit, unser Verstand ist im Einklang. Unsere Spezies befindet sich in Harmonie mit der Natur und der Erde. Wir sind fertig mit Krieg. Es gibt weder einen Grund noch eine Möglichkeit, sich den Reichtum einer benachbarten Gruppe von Menschen anzueignen. Es ist viel lohnender, sie mit Liebe zu besuchen, als mit Gewalt. Diejenigen, die dies erkannt und Maßnahmen ergriffen haben, um ihren Reichtum über Generationen hinweg zu schützen, haben in den 2020er Jahren neue Dynastien gegründet. Sie schaffen Werte für die Ewigkeit. Sie lehren ihren Kindern, wie wichtig harte, kluge und ehrliche Arbeit ist. Sie schützen die Zukunft, indem sie die Dezentralisierung von Bitcoin bewahren. Dies wird ungestört so weitergehen für Tausende von Jahren.